Ich werde die Liste jetzt ungefähr machen. Am Ende werde ich nochmal vielleicht noch umstrukturieren und euch dann noch vielleicht den. Am Ende sage ich euch, was ist denn der richtige. Das war's. Wir haben den größten Müll. Den meisten Müll. Vielleicht ist der ein oder andere uns vielleicht entwischt, aber den meisten haben wir. Die meisten. Ich denke, wir können jetzt anfangen. Ich werde jetzt erstmal ein paar Server entfernen, bis es nur noch 10 sind. Und dann werden wir die Server einreihen, würde ich sagen. Das wäre das Sinnvollste. Gossenglück könnte man wegmachen, würde ich sagen. Nashvi könnte man auch wegmachen, würde ich sagen. Rosevi könnte man auch wegmachen. No Mercy könnte man auch wegmachen, würde ich sagen. Escobar City könnte man auch wegmachen. Smokey könnte man eigentlich auch wegmachen. Society RP würde ich auch wegmachen. Bloodline würde ich wegpacken, den Server gibt es nicht mehr. Exo würde ich auf jeden Fall auch wegpacken, den Server gibt es halt auch nicht mehr, weil die Leute damit nichts anfangen können. Babylon packe ich auch weg, weil das eh kein RP-Server war. Der hat einfach nur gebloat, der Projektleiter, das. Scheiß drauf. Moonlight machen wir auch weg. Moonvi ist halt auch schon bekannt, dass er einfach scheiße ist zum Trollen und ist halt auch kein richtiger RP-Server. Machen wir halt auch weg. Just Five ist auch ein Server, der nicht mal ein RP-Server hat. Die haben 10 Spieler gefühlt. Auch den können wir wegmachen. Keine Existenzberechtigung. Ich würde sagen, Sin City machen wir auch weg, weil der Server auch so neu ist, so much. Der auch keinen Platz verdient, in der Liste überhaupt irgendwo zu stehen. Aber Hamburg City hatte halt nur eine Situation, die kann man nicht auch wegmachen. 6P machen wir weg. Hope Life machen wir einfach auch weg. Hat gar keine Existenzberechtigung in der Liste. King V auch ein Server mit 2 Spielern. Hat auch keine Existenzberechtigung. Flex V auch keine Existenzberechtigung. Irgendwie so ein Kack-Server. Red V können wir auch eigentlich wegmachen. Ist auch irgendwie so ein unnötiger Server. So. Schlechteste Server aller Zeiten. Ugo V. Ah, den können wir auch wegmachen. Auch keine Existenzberechtigung. Roleplay Online machen wir einfach auch weg. Auch keinen Server, der haben eh nur noch 10 Spieler. Keine Existenzberechtigung. Ich würde Scarface und Paid Life wegmachen. Flix RP weg, ah, Bruder. Ich glaube, du zockst auch Flix RP. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Komm, wir machen Nature Lifestyle weg, dann passt es. Ich würde sagen, District. Okay, wir haben unsere Liste. Das sind die Server, die Auserwählten. So, Platz 10. Platz 10 würde ich packen. Avanta V. Würde ich auf Platz 10 packen. Ist meine persönliche Meinung. Aber unter wir kommen auf Platz 10. Platz 9 von diesen 9 würde ich packen. Kraken Life würde ich auf Platz 9 packen. Schauen wir jetzt das RP-Niveau an. Bitte schaut mal jetzt ganz genau hin. Bitte. Ihr werdet wirklich viel zum Lachen haben. Ey, du Stück Scheiße, mach die Hände hoch. Warte mal. Hände hoch, du Stück Scheiße, auflegen. Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg. Komm, sieht. Bruder, erstmal Waffe zielen, während einer auf den mit einer Waffe zielt und sagt: Waffe weg, erstmal die Langwaffe auf den zielen. Perfekt, Bruder, geilstes RP, Bro. Und das, was jetzt auch passiert, ist auch das, was im Real Life passieren würde. Das, was er da gerade macht, weißt du, was im Real Life passieren würde? Ich gebe euch die Antwort. Schaut. Seh zu, dass du hier Waffe weg, habe ich runterkommst. gesagt. Das ist das, was passieren würde. Das ist genau das, was passieren würde. Im Real Life. Her jetzt mit meinem Ja, Auto. das ist nicht dein Auto. Auto, sofort. Sag dem Herrn, dass er gehen soll, sonst hat er ein Riesenproblem. Und zwar ein Auto, ganz ich gebe dir riesiges 3 Sekunden, mein Auto zu geben. Problem. Ansonsten bist du tot. 3 Sekunden. Bruder, wie schlecht, holy shit, das tut so weh, Bruder, das ist so bad einfach. Ich zeige euch nochmal das Cop-RP auf dem Server, damit ihr das besser identifizieren könnt. Damit ihr nicht denkt, dass das nur diese eine Situation ist. Ich zeige euch eine Situation von gestern, schaut genau zu und fangt an zu lachen. Guckt jetzt. Aber wenn wir schon die ganze Zeit reden, wie geht's in der Geisel? Mir geht's relativ gut. Dürfte man wissen, wie Sie heißen? Ich heiße Abdul Aziz. Was? Ich hab Abdul nichts gehört. Aziz. Abdul Aziz, hast du Also, gehört? wenn Sie mal stehen bleiben. Es kommt noch, was noch mehr Fremdscham macht, das ist ein Kops. Schaut es. Das war doch gefährlich, ich konnte doch getroffen werden. Das war nicht gefährlich, dafür habe ich gut genug Ach, getrainiert. der hat geschossen. Der war am FIB gewesen. Mein Gott, Und er wie. stand in dem Ach, Moment, du wo ich geschossen habe, stand er Kacke. still. Während ich auch noch mit dem Kreislauf Ich habe extra auf hat er gewartet, dass er geschossen. steht. Da konnten Sie mir vertrauen, keine Sorge. Ich darf nicht vergessen, er hat dafür lange genug trainiert. Alter, so schlecht dieses RP-Niveau, das tut einfach weh, Bruder. Holy shit, guck mal, das ist auch sehr Fremdscham. Guck mal hier, dieses RP-Niveau an. Ich möchte für die geile Kohle. Barzkohle oder Holzkohle? Was möchten Sie? Bruder, ich habe eine Geisel und der kommt mit so einem Satz. Das ist das größte Much-Drecks-RP, was ich in meinem Leben seit langem nicht gesehen habe. Wie könnt ihr eigentlich RP stehen haben lassen? In eurem Servernamen. Das ist RP. Das ist RP. Cops, die während TH einfach in den Kopf schießen. Hey, ich hab lange dafür getrainiert. Das ist RP. Holzkohle oder Schwarzkohle? Das ist RP. Ohne das Geld werde ich dir das Auto nicht geben. Ohne das Geld werde ich dir das Auto nicht geben. Ist mir scheißegal. Das ist RP. Nein, das ist RP-Niveau. Das ist aber scheiße. Kraken Life. RP-Niveau. Wirklich.
Es gab gar kein RP-Niveau. Ich gebe 0 von 10. Platz 8, Ransbude. Will ich auf Platz 8 packen. Tatsächlich. Ja, Mann, da könnte man so ein Opa. Bruder, du willst mir doch nicht erzählen, dass in so einer Tankstelle jemand auftaucht, ja? In so einer random Tankstelle, die noch nie benutzt wurde, gefüllt in diesem Server. Das ist so nervig, ich kann nicht tanken. Drauf geschissen, Alter, du dreckiger Opa. Gib mir die Karre her und verpiss dich, du Schwanz. Alter, schließ einfach ab, der Huren, ja. Ey, du alter Sack, her mit dem Auto. Mach die Karre auf. Mach die Karre auf. Karre aufmachen. Was willst du von mir? Mach die Karre auf, du Schwanz. Zur Seite treten und Karre aufmachen. Ja, Junge. Ich zieh auf dich bei meinem Schein. Mach keinen Scheiß, du Haufen Scheiße. Aufmachen, Lan. Ja, Junge, warte doch. So, jetzt guck mal. Geht nicht, die Scheiße. Warte, Junge. Alter Sack, geht doch. Siegfried, Achi. Was ist los, Jungs? Kann ich einsteigen? Ey, ey, Achi, was ist los? Wo seid ihr hergekommen? Wo seid ihr alle hergekommen, ja? Ich hab keine Muni mehr gleich. Der war für mich nicht so gut, wa? Jetzt weiß ich auch, wie der Server Ransbude heißt. Weil das RP anscheinend ranzig ist. Wie viel tot sind einfach. Ich konnte leider nicht so viel treffen, weil meine Aim scheiße war. Bruder, wir haben auch unsere Clips. Wenn du wie ein Mann reden willst, lass wie Männer reden. Ich nehme das darauf, eventuell auf YouTube bist du damit einverstanden. Wenn du wie ein Mann redest ohne Beleidigungen, ja. Wenn du Scheiß laberst und dir beleidigt ist, nein. Wir haben auch, wir sind rechtlich versichert. Ich habe auch Clip, kein Problem, wenn du diese Schiene fahren willst. Wenn du reden willst, gerne, wie ein Mann, dann kannst du das auch alles veröffentlichen. Wir reden jetzt sachlich. Wenn wir einen Funkspruch kriegen, komm zu unserem Waffenladen. Welchen Funkspruch meinst du? Erzähl mir, was hast du gehört im Funk? Wir haben im Funk gehört, dass wir zum Waffenladen kommen sollen. Hast du einen Clip davon? Nein, habe ich nicht. Ich spiele nicht mit Clips. Wir haben auch unsere Clips. Wenn du wie ein Mann reden willst, lass wie Männer reden. Ich brauche einen Clip. Ihr wart so viele Leute. Bring mir einen Clip von diesem Funk. Bruder, was willst du denn jetzt mit einem Clip? Ey, das ist doch gar nicht Bruder, ihr seid 4-5 Leute. Als ob du keinen Clip habt. Wir klären das ganz normal. Hör mal zu. Alles gut, alles gut. Es gibt kein Ziel. Wir brauchen Clips, um die ganze Theorie mal zu bestätigen. Ich will einen Clip von euch, von diesem Funk. Du kannst mir nicht erzählen, dass von... Das müssen wir vor 1000 Mann im Stream machen nachher. Okay, dann schick mir privat. Ich höre mir privat an. Schick mir privat. Ich muss das doch erst selber, die Leute müssen das doch selber checken. Okay, besorg mir den Clip. Kriegst du. Gib mir einen Clip. Kriegst du nachher zugesendet. Ja, jetzt bitte. Er hat da eben schon gesagt, also ich will mich jetzt nochmal eben... Ich spring doch jetzt nicht, Bruder. Warte mal kurz. Wer hat den Clip? Weiß ich doch selber noch nicht, Digi. Das ist ja, was ich dir sage. Hätte ich Clip, hätte ich dir doch jetzt geschickt. Wir haben auch unsere Clips. Wenn du wie ein Mann reden willst, lass wie Männer reden. Warum machst du das, ja? Warum meterst du? Warum machst du? Guck mal, ich weiß, du wirst das eh verleugnen, aber... Du hast gebetet. Das weißt du ganz genau. Tamam, dann haben die gebetet. Auf jedem Server wird tagtäglich gebetet. Du lügst. Du hast gebetet mit deiner ganzen Fraktion. Was sagst du, Lügen? Du hast gelogen. Und weißt du was, Digga? Einfach nur dir, um einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Ich schick dir gerne einen Clip, Bruder. Aber diese, was du hier alles aufgenommen hast, weder Janis oder ich sind damit einverstanden, dass das hochgeladen wird. Wenn du wirklich ernst daran interessiert bist, das aufzuklären, mach das, Bruder. Wir sind auch rechtlich versichert. Ja, mach das, mein Bester. Einverständnis kann man leider nicht widerrufen, mein Bester. Du solltest dich mal mit der rechtlichen Grundlage ein bisschen zusammen befassen, ne? Mit rechtlichen Grundlagen. Einverständnisse kannst du nicht widerrufen, ohne triftigen Grund, etc. Da kannst du vor Gericht gehen, dann kannst du den Richter mal gerne fragen. Und mal schauen, ob der Richter das als nötigen Grund empfindet, wenn du sagst, in einem Supportgespräch. Ja, komm, können wir mal gerne machen. Ja, da würde ich mich auch bannen. Da würde ich mich auch bannen, Memo. Avatarvik auf C, weil Avatarvik ist sowieso ein Troll-Server. So ein allgemeiner Gumbo-Troll-Server, wo jeder Scheiße baut. Die haben einfach viele Spieler und jeder gilt gelb aus, keiner hält sich an die Regeln. Es ist so ein chaotischer Kack-Server. Krakenlife ist halt so in der Liste drin, weil die denken, die könnten RP, aber alles ist Moch. Das, was für mich persönlich Krakenlife zu einem sehr schlechten Server macht, ist, dass der Server geschlossen ist. Man muss sich auf der Webseite bewerben. Und ich war drinnen und es war dennoch so grauenvolles RP vorne, was es für mich für den Aufwand, den man betreibt, um drauf zu kommen und dann so ein schlechtes RP, was man geboten bekommt. Deswegen kommt das auf Platz 9, Ransbude. Aufgrund dessen, da der Projektleiter mich persönlich gemietet hat und mir mit Schlägen gedroht hat, was weiß ich, was da noch war und auch bekannt ist als Modder auf anderen Server, wie ich Clips gesehen habe und Metatyp, war chaotisch. Den packen wir auf Platz 8.
Jetzt kommen wir zu Platz 7. Platz 7 kommt Dinero City, tatsächlich. Was macht der? Was ist denn los? Was machst du? Wasserkanal halten. Wieso? Auto aussteigen. Ich kann nicht mein Gott, ey, nervt der mich, ey. Warum kommt der jetzt? Der kommt sogar mit Heli. Boah, Bruder. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir bleiben oder wir raus? Ey, Fabrik oder Snug? Fabrik oder Snug? Hab einen noch hin? Ja, aber. Und dann noch am Leben? Jungs, bleibt mal stehen. Das haben sie doch schon geklärt, die Sache hat sich doch schon aufgelöst. Der Admin hat gesagt, dass sie nicht verlieren können, end aus. Ja, chill doch mal, sonst kriegst du einen Herzinfarkt. Ja, du kriegst gleich eine Ausreise. Jetzt hab ich aber Angst. Da kriegst du gleich auch. Also ich krieg jetzt eine Ausreise, oder was? Mann, ey, du sollst echt keinen Server leiten, du Vollidiot. Du bist ein richtiger Vollidiot, Alter. Ich hab noch nie so einen schlechten Admin wie dich gesehen, Mann. Der Mann beschwert sich über dich. Und zwar hast du anscheinend Eigensupport gemacht. Das Ding ist, ja, okay, ich habe Eigensupport gemacht, ja. Wusste ich aber nicht. Du hast aus einem fahrenden Auto rausgecallt. Ich hab dir aus dem Fahrzeug gecallt? Was erfindet ihr da für Regeln? Bearbeitet doch erstmal eure Regelwerk. Die erfinden irgendwelche Regeln. Wir haben diesen Server unter die Probe gestellt und die haben vollkommen versagt. Aus Auto die Calls zählen nicht. Ich meinte, sag mir, wo das im Regelwerk steht. Der sagt, ja, das ist Fehler, P. Habt ihr schon mal die Regel gehört, dass man aus Auto kein Call geben darf? Ich war auf sehr, sehr vielen Servern, bestimmt schon 100 Servern gewesen. Ich habe noch nie gehört, dass man aus Auto nicht callen darf. Okay, du bist gemutet. Schieß los. Too much? Was ist denn los? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? Ja, sag mir, welche Situation. Ich erkläre dir jede Situation. Das Auto hat gestanden. Es ist nicht gefahren, es war kein Drive-By. Es ist verboten, Drive-By zu machen. Das ist kein Drive-By, wenn ich dabei nicht fahre. Hör mir mal zu, Drive-By ist, wenn du fährst. Guck mal, Drive-By ist, wenn du fährst. Ich fahre doch nicht. Ich sag gerade, bei uns ist verboten, aus Autos, auf die Fahrer stehen. Zeig mir, dass das steht, Das steht im Regelwerk. Mute den Stream, Samu. Samu, Stream muten, man hört dich komplett und er hat doch gerade gesagt, dass er gemutet sein will wegen mir, weil es besser für mich ist, aber ich bin damit einverstanden. Ich hab gesagt, du sollst Stream muten für mich. Du hast so gesagt, ist besser für dich. Achso. Ja, guck mal. Ich will das Regelwerk lesen, ich will jetzt die Stelle sehen, wo steht, aus stehenden Autos zu schießen ist verboten. Ja, okay, dann ist das der einzige Regelbuch, den ich gemacht habe. Das war's. Was mehrfach? Als Beifahrer darfst du schießen oder nicht? Ja, dann ist das nicht mein Problem, wenn euer Typ, der hier seit Monaten zockt, sagt, es ist erlaubt. Ich lese mir das jetzt durch. Ich will jetzt sehen, dass man als Beifahrer, dass man gar nicht als Fahrer... Erkenntnis zusammen, zeig mir, dass es keinen Sinn hat. Was? Dass ich kein Regelwerk... Bruder, es tut mir leid, aber meine Zeit ist mir viel zu schade, als dir das Regelwerk von einem Server zu nehmen, lesen. Na gut, dann machen wir so, ganz einfach, dann liest du das Regelwerk durch, dann kannst du wiederkommen, wenn du das Regelwerk durchgelesen hast. Okay, du schlappst, haust rein. Meine Zeit ist mir viel zu schade für, dass ich das Regelwerk von Dinero City lerne. Drive-By ist ausschließlich von Fahrzeug zu Fahrzeug erlaubt. Drive-By auf stationäre Ziele am Boden ist nicht gestattet. Vorausgesetzt, man fährt mit dem Auto. Ich bin mit dem Auto nicht gefahren. Also hatte ich recht. Projektleiter, du Schnittloch. Also vorbeifahren. Weißt du, was vorbeifahren bedeutet? Damit du es auch verstehst, sonst verstehst du es ja nicht. Es bedeutet, wenn du so machst. Und das hier, bum 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 bum, ist kein Drive-By. Und das ist... Bum 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 bum. Das ist Drive-By. Hast du verstanden? Hast du jetzt gecheckt, was Drive-By bedeutet? Ich war auf die Nase, habe ich sehr oft gezockt, sehr lange gezockt. Der Server ist einfach die Definition von abgehoben. Jeder von den Supporter denkt, der wäre das. Der Projektleiter ist der größte abgehobenste Projektleiter, den es gibt, gefühlt. Der Server ist einfach so schlecht, Bro. Die machen wir auf Platz 7. Platz 6. Ich werde auf 6 Corleone City posten. Auf 6. Was geht denn hier ab? Einmal bitte aussteigen. Aber warum? Warum? Einmal aussteigen und es... Und? Das war ja wohl... Das war ja wohl nichts, wa? Das war ja wohl ein Schüsschen ins Öfchen. Aber danke euch, Jungs, für die Karre. Bleib mal stehen. Was machst du hier? Hier bleibt mal stehen, hast ein Problem. Weil du auch zum Auto schießt, oder was? Warum holst du deine Waffe raus? Pass mal lieber auf. Ich nehme dich mal eben mal kurz mit. Okay, wo drückt der Schuh? Du hast sie alle umgeballert, habe ich gehört. Ja, hab ich. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum die drei direkt heulen. Du Pisser, Amanagrim. Boah. Ja, Amanagrim. Du Stück Scheiße. Nächstes Mal nicht so frech. Ich nehme noch ein paar Leute mit ficken. Schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Von hoch.
Wie schlecht! Oh mein Gott, bist du schlecht! Der wiederbelebt dich, wird wieder gefickt! Oh mein Gott! Der schreibt Mutter! Bruder, was für Mutter! Ey! Ich gehe jetzt Support, ich kläre das jetzt. Ist ein Missverständnis gewesen. Ich verstehe das nicht mehr. Das war doch alles ein Missverständnis. Ich wurde missverstanden. Die Tatsache, dass das der Server ist mit den meisten Spielern gefühlt, die verkaufen Hunde für 125 Euro. Das erste Mal, wo ich drauf war, Bro, ich wurde direkt in der ersten Situation den Bevorzugung aufgesetzt, wo instant irgendwelche Admins kamen, wo ich direkt gebannt haben, weil ich einmal Drive-By gemacht habe und die zwei, drei Leute rumgeholt haben. Aber der Server ist auch generell, ich sehe viele Clips auf TikTok, die sagen, ich glaube, jeder weiß, dass Corleone einer der schlechtesten Server ist. Deswegen, Corleone City kommt dahin, auf Platz 6. Die Liste behalte ich natürlich, Bruder, die Liste kann immer sich changen, je nachdem, was für Server uns begegnen. Platz 5 platzieren wir Octagon. Aus folgendem Grund, ich hatte noch nie einen Server, was so beschissen war von der Performance und vom RP her. Die Kombination hat es diesmal gemacht. Ich hatte bei Octagon, halt euch fest, sage und schreibe 15 FPS erreicht. Wir hatten hier den Guinness Buch der Weltrekorde. Ich hatte in meinem Leben noch nie so wenig FPS. Der Server ist ein Spieler mit 100, 200, 300 Spieler. Die geben kein Geld für Performance aus. Alles wird in die Tasche gesteckt. 7 FPS war es sogar, stimmt. 8 oder 7 FPS hatte ich auf dem Server. Nichts wird in die Performance reingesteckt. Es wird nicht an die Spieler gedacht. Die tun alles in ihre Tasche. Die lassen die Geisel zurück und fahren weg. Und alle sind zufrieden. Guck mal, 3 steigen ein. Und der mit der Geisel bleibt hier. Der lässt die Geisel hier los. Dann steigt der ein, dann fahren wir weg. Okay? Hast du verstanden? Ja, aber original da, wo du ja, stehst. Ja, der bleibt hier. Die anderen 3 steigen schon mal ein, ja? Okay, komm, Heide. Steigt ein, Jungs. Ich mach das Auto schon mal fahrtüchtig. Ich zieh mal. Ey, was macht ihr, Mann? Egal, Bruder, das Auto fährt noch. Er gibt Gas. Mit der Leiche, Abfahrt! Aussteigen. Ja, ja, aussteigen. Soll ich aussteigen, wenn das Auto noch fährt? Sag da. Ich fahr jetzt erstmal weiter aus rein. Was ist ja aussteigen? Oh mein Gott, Alter, das ist ja voller Gambo-Kack-Server. Einfach 20 FPS, Alter. Ich hab 11! Ich hatte 11! Alter, könnte das eventuell der neue Guinness-Buch der Weltrekorde sein, oder wie? Schaffen wir den Guinness-Buch der Weltrekorde? Unter 10! Das müssen wir doch schaffen, Bruder. Das müssen wir doch schaffen. 17! Oh, oh! 13! Komm schon! Ah, scheiße, fast, fast! Guinness Buch der Weltrekorde werden wir uns eintragen lassen. Alter, ich will's schaffen. Ich kann halt gerade, ich fahr gerade besoffen, weil ich muss oben um links gucken. Jetzt! Der Rekord kommt! Oh nein, es geht nicht unter 10. Ich glaube, der Rekord könnte mir doch noch brechen. Komm schon, muss man da irgendwie schaffen. Komm schon, unter 10! Es geht nicht. Scheiß drauf. 8 gerade? Nein. 9? Nein. Hatten wir gerade 9? Ernsthaft? Sicher? 9? Wir gucken uns an. Wir gucken uns kurz die Aufnahme an. Oh mein Gott. 9 FPS. Wir haben 9 FPS geschafft. Warte, warte. Das Minimum. 7 FPS sogar. Wir haben 7 FPS. Sagen und schreibe 7 FPS. Haben wir hier geschafft. Ich bin stolz darauf, was wir heute hier geschafft haben, was wir heute hier geleistet haben. Ich möchte einen Trost ausbringen. Und ich möchte gerne meine Mutter grüßen und meinen Vater. Und die hätte ich es niemals geschafft. Ich bin sehr stolz auf dieses Guinness Buch der Weltrekorde. Also, ich kann meine Freude nicht in Worten verfassen. Es ist für mich ein sehr schöner Moment. Ich hätte es niemals gedacht, dass wir sowas schaffen. Ich bin einfach sprachlos. Und wie gesagt, ohne meine Eltern, die mich immer unterstützt haben bei dieser Sache, hätte ich es niemals geschafft. Performance, RP-technisch, größte Abschaum. Deswegen kommen die auf Platz 5. Auf Platz 4 kommt Dream RP. Ey, der braucht safe Waffen, oder? Nein, ich brauch Freiraum von dir. Verpiss dich. Bruder, was ist das? Ey, sag raus aus meinem Auto. In dem Satz tötet er mich noch. Was ist das für ein Kackserver? Alter, wo bin ich hier gelandet? Ja. Bruder, warum rempelt er mich von hinten an? Alter, einfach Troll wie am Anakoim. Einfach Troll wie bin ich wieder gelandet. Alter, wo bin ich hier gelandet? Einfach, ja. Jetzt ist vorbei. Jetzt geht die Massenerdem-Party los. Jetzt wird Massenerdem gemacht. Ist mir scheißegal. Alles, was Bein hat, werden wir jetzt abknallen. Alles. Mir egal, wer. Jetzt wird's Action geben. So. Keine Muni haben wir noch. Ach du Scheiße, der schlechteste Server, den ich seit langem gesehen habe. Ach du Kacke, der schlechteste Server. Mit Abstand der schlechteste Server, auf dem ich jemals gewesen bin. Ach du Kacke. Oh, jetzt reicht, jetzt. Scheiße, Alter. Jetzt muss ich langsam anfangen zu lachen. Samu, Mann, Samu. Oh mein Gott.
Aha. Jungs, heute wird Geschichte geschrieben. Was ein Kack. Man geht da drauf, da sind 100 Leute drauf. Es ist einfach der Inbegriff vom Fail-AP. Es ist einfach absolut Dünches. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach Dünches, sein Vater. Es ist einfach so kacke, Bro. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jeder, der auf dem Server 10 Minuten spielt, weiß, was Sache ist. Leute, VDM, RDM, die kriegen keine Permabans. Die kriegen höchstens einen Tag, weil der Projektleiter so geil auf Spieler ist und so geil auf das Geld von den Leuten in der Tasche ist. Aber ich denke, das hat er von damals, wo er den Leuten die Fortnite-Versprechung gemacht hat. Aber es sind nur Vermutungen, keine 100% Unterstellungen. Deswegen, wir machen weiter mit Platz 3. Ich werde auf Platz 3 FlixRP reintun. Tatsächlich. FlixRP ist auf Platz 3. FlixRP ist der drittschlechteste Server. Und jetzt haltet euch fest, auf dem Server wirst du, wenn du VDMs erst beim nicht ersten Mal, nicht zweiten Mal, dachtest du jetzt beim dritten Mal, da liegst du falsch. Auch nicht beim dritten Mal, sondern beim vierten Mal, nachdem du jemanden VDMt hast, wirst du aus diesem Server gebannt. Was willst du? Ey! Ey, du Hund, Digga, was machst du denn? Ey! Nolio, ich hab keinen Raub, ich will. Ey, was soll das? Tschö! Das ist so scheiße. Das ist der schlechteste Server, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist eine Vergewaltigung an dem Spiel, die müssen diesen Server verbieten. Hey, du! Es reicht! Vorne ist verboten. 1, 2, 4! Erst nach dem vierten Mal bist du gebannt! Oh mein Gott, wie scheiße! Willst du eine Waffe auf Nacken? Da hast du eine Waffe auf Nacken. Warum? Hopperlischen! Man kann hier nur VDM, Bruder, alles andere macht keinen Sinn! Du Der Server ist so schlecht! Der Server ist so scheiße! Willst du eine Waffe, hä? Kriegst du nicht! Schreibt mal alle Rockstar Games an, dass sie die Lizenz wegnehmen sollen. Oh mein Gott, dieser Server ist so scheiße. Der wird mit LKW durch Ding. Der wird mit LKW. Ey, wie scheiße. Komm, zweimal in deiner VDM. Oh mein Gott, ich bin wieder tot. Ey, wenn ihr hier RP macht, dann seid ihr echt hängen geblieben, Bro. Dieser Server ist so scheiße. Guck mal hier. Guck mal. Er schießt einfach. Ey. Mit Langwaffe, ey, der kann nicht fahren. Also, der ist tot. Ich krieg's nicht mal hin, zur Bank zu laufen und Geld abzuzahlen. Ey, das ist so ein Scheiß-Server. Upsala. Ey, Bro, ich bin echt mit VDM, RDM, Power, Bruder, alles. Größtes Chaos. Das ist eine Tatsache, was dieser Server sich verdient hat, auf Platz 3 zu kommen in dieser Liste. Das ist einfach eine Tatsache. Und deswegen bist du auf Platz 3. Ich gratuliere euch, ihr habt es geschafft in die Top 3. Und jetzt kommen wir zum Finale. Wer wird der schlechteste Server aller Zeiten? Es gibt ja nur noch zwei Auswahl. Silent Love alias Diamond Life. Die haben sich umbenannt, weil die Scheiße am Brodeln war. Ich werde euch auch gleich erklären, warum der Name umgeändert wurde. Es sind keine Vermutungen. Ich habe viele Leute gehört, die mir das sagen. Ich sage euch nur, was ich gehört habe von gefühlt 200 Leuten. Es ist keine 100%ige Unterstellung, werde ich euch später sagen, warum ich Diamond Life auf 1 rankiere. Oder auf 2, das werde ich euch gleich erzählen. Aber Platz 2, haltet euch fest, ist... Das Ding ist einfach, ich bin in dieser 5-5-Szene schon ungefähr 2 Jahre unterwegs, deswegen kann ich mir dazu eine Meinung bilden. Deswegen, ich erzähle euch jetzt hier nicht irgendwelche Spekulationen. Ich war auf jedem Server drauf, mindestens 2-3 Mal über Stunden, Tage. Deswegen, Vanity Life bekommt den Platz 2.
Das war jetzt sehr gefährlich. Nacktfoto haben wir bekommen. Wer war das? Was war das denn mit dem Nacktbild? Weiß ich nicht. Also von uns kam das nicht. Seid ihr sicher, dass ihr das nicht wart mit dem Nacktbild? Ja, damit haben wir nichts. Aber wie können einen Modder sowas einfach machen? Habt ihr den auch direkt gefunden oder was? Der wird automatisch gebannt, aber es passiert halt trotzdem. Aber hast du eingestellt, ne? Sobald halt hohe Töne kommen, geht's auf einmal weg oder wie? Kommt die Zeitreise, ne? Was meinst du? Wenn solche Sachen kommen, kommt direkt Zeitreise oder musst du es selber machen? Warum fragst du denn so auffällig, verdächtig? Frag einfach so, hä? Hm, was ist denn los, hm? Hat dein Plan nicht funktioniert? Der Plan hat nicht funktioniert, ne? Du fragst so verdächtig. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass einer... Also ein Twitch-Fan für Samu wäre schon cool gewesen, ne? Also ich glaube tatsächlich, dass du das warst. Du warst das, ne? Ja. Das warst du, ne? Ich hab damit nichts dazu, darf ich dazu nicht äußern, ne? Twitch-Fan wäre aber schon schön gewesen für dich, ne? Warum macht ihr sowas? Warum seid ihr so ehrenlos, hm? Haben damit nichts zu tun. Guck mal, wie du schon lachst und so. Ich weiß ganz genau, dass dir das wird. Bist du Projektleitung? Der hier? Ich bin Manager. Okay, dann schwör mal auf deine Mutter, dass du damit nichts zu tun hast. Ja, ich hab damit nichts zu tun. Schwör auf deine Mutter. Also ich hab damit nichts zu tun, ja. Also ich schwör, ja. Also ich selber nicht, ne? Ja, dann schwör doch auf deine Mutter. Aber ich weiß schon, wer das war. Wer war das denn? Modder. Den wir kennen aus dem Team. Ich glaube so, dass du das warst. Ich hab dich abfüllen lassen. Was hast du denn da gerade abspielen lassen? Das war ich nicht. Ich frag mich, warum macht ihr sowas mit Nacktbild? Was ist es denn? Ist es der Neid oder was ist es? Nein, komm mal her, ich erkläre dir das, wenn du willst. Er schwört ja nicht mal auf seine Mutter, er hat es mir nicht einmal gesagt. Bro, ich kann dir schwören. Guck mal, ich bin seit Anfang an hier im Team dabei. Ich kann dir das gerne alles genau erklären. Er ist einfach gegangen. Wo ist er? Er hat immer noch nicht geschworen. Bruder, das kann ich dir leider nicht sagen, warum er nicht nochmal geschworen hat. Der war das. Euer Server hat echt tatsächlich hier ein Nacktbild. Der muss es gewesen sein. Er hat nicht auf seine Mutter geschworen. Also ich finde das schon sehr traurig, ja. Keine Ahnung. Ihr seid echt armselig. Ich habe echt Mitleid. Ich habe mit euch echt Mitleid. Deswegen. Ja, warum denn Mitleid? Ich will mit euch nichts zu tun haben. Das ist schon armselig. Er hat versucht, ein Nacktbild einzublenden. Also es kam hier ein Nacktbild und so in meinem Stream. Wurde es nicht gezeigt, weil ich die Zeitreise gemacht habe. Aber die haben versucht, mich auf Twitch banden zu lassen, weißt du? Der Projektleiter hat Nacktbilder in meinem Stream versucht einzublenden. Hat es auch geschafft. Man hat es im Stream nicht gesehen. Von seiner Ex-Freundin. Was muss man für ein Sohn sein, um sowas zu machen? Dafür gibt es sogar Beweise. Wir haben sogar Looks bekommen, dass er das war. Auch Videoaufnahmen von seiner Stimme, wie er auch sagt, dass er das war. Deswegen dieser Abschaum mit Abstand Top 2 verdient. Und jetzt kommen wir zum Finale. Silence Life, alias umbenannt zu Diamond Life. Ich werde euch jetzt sagen, warum Silence Life auf Platz 1 kommt. Silence Life. Steig aus oder bist du? Ja, hätte wohl gern. Was geht? Hast du den gerade umgeschossen? Weißt du schon, dass du dich lieber nicht mit Psychopath anlegen solltest? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wer bist denn du? Ich bin Samu Jackson. Bist du in der Familie? Nee, ich bin meine eigene Familie. Ich brauch keinen Rücken, ich bin selber mein Rücken. Merk dir meinen Namen. Wirst du öfter hören. Jetzt fahren wir lieber weiter, sonst haben wir ein Problem. Ist verpisst. Ja, wie redest du mit mir? Geht nicht, komm bitte schnell mal 130. Samu Jackson, merkt ihn. Psychopath mich an meiner Gewalt. Obwohl er Yaropath. Schwanz. Endo. Was soll das eben? Das war der da, aber was passiert? Ach so, ja, okay, dann. Auch rein. Was passiert? Stimmt, nein, er hat sich erledigt. Oder ich schieße. Ne. Was will der denn, ja? Er hat mir dann eine Pistole gezogen. Bruder, was soll ich da machen, Minecoin? Was ist das? Oha, Minecoin! Nein, nicht schießen. Warum schießt du? Ey! So, Freunde, wo sind wir denn hier gerade? Was ist denn für ein toller Ort? Ist die Fahrschule eine Safe Zone? Ja, was soll das denn?
Wie, was soll das? Nee, nee, ich aber bin der League. Du darfst da nicht irgendwie denken, ja, nur weil die davor irgendwas draußen auseinandersetzen hat, dass du jetzt Call droppen darfst in der Safe Zone. Ihr alle habt das gemacht, ne? Das heißt, Jungs, Fraktionsverwarnung. Ja, Leichenschändung war das auch. Wäre auch schon mal eine Verwarnung. Also, schon mies verkackt. Ja, Jungs, sie hat euch mies gegeben. Frag-One habt ihr auch bekommen. Blöd gelaufen. Ey, das ist auch immer die erste. Hey, aussteigen. Warum soll ich denn aussteigen? Aussteigen oder knallt? Ich wollte nur. Ja, chill, chill, chill. Nein. Du machst das lieber nicht. Es lag, Bro. Es lag, da haben wir eine Game. Ey, Samu, nicht stottern, sondern reden, ne? Was für ein Stottern, Alter? Wie redest du denn mit Scheiße, du Hundesohn? Ohne erwischt zu werden, ne? Ah, du Hundesohn, Digga. Geh mal alle verrecken, ihr Bastarde. Gott sei Dank. Dein Baum kommt. Ich weiß eigentlich ganz nett. Zeig mal, was du drauf hast. Wenn du jetzt alle erwischt, ja? Dann bekommst du 10 Euro von mir. Ah! Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Noch einer kommt. Warte, ich setz mal richtig hin. Verkauf Entbannungsanträge erstmal, das wissen wir alle, die sind so geldgeil, die machen alles für Geld gefühlt. Davon gibt es auch zig Screenshots etc. Bli, blu, blab. Aber es gab, ich werde den Namen nicht erwähnen, einen ehemaligen Projektleiter auf Silence Live, der rassistische Sachen sehr oft gesagt hat, wovon man so oft auch Clips gesehen hat, was ich auch selber immer zugeschickt bekommen habe. Und der Server ist nicht nur geldgeil und ist der Inbegriff von schlechtem RP, sondern ich habe mitbekommen, dass eine gewisse Person, eventuell der Projektleiter, ist eine Vermutung. Ich habe vielleicht Beweise, ist eine Vermutung. Ich will ja jetzt hier niemandem was unterstellen. Keine 100% Behauptung, ist nur meine Meinung, was ich gehört habe. Kann ich euch weitergeben. Ehemaliger Projektleiter soll von minderjährigen Teammitgliedern Nacktbilder verlangt haben, damit die im Team bleiben dürfen, etc. etc. Viele Scheiße ist abgelaufen, die Scheiße ist auch rausgekommen. Deswegen musste Silence Life den Namen wahrscheinlich auch umbenennen. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Oder ob das, was ich sage, falsch ist, das könnt ihr selber entscheiden. Ich sage nicht, dass das 100% stimmt, aber soweit ich weiß, gibt es davon auch Beweise. Vielleicht bekomme ich die Beweise ja noch reingeflattert, damit ich euch das auch beweisen könnte. Aber ich denke, ihr wisst, dass ich euch keine Scheiße erzähle. Oder warum soll es Silence Life seinen Namen ändern? Die haben ihre Spielerzahlen. Warum sollten die ihren Namen ändern? Warum? Weil diese Scheiße rausgekommen ist. Die Minderjährigen haben anscheinend die Screenshots etc. geleakt und so weiter und so fort. Da ist viel Scheiß rausgekommen. Es ist nicht ein einmaliger Fall, es ist ein mehrfacher Fall. Auch Minderjährige, die Nacktbilder schicken sollen, damit die entbannt werden. Was weiß ich, was da alles war. Und so weiter und so fort. Deswegen Silence Life mit Abstand, mit der schlechteste Server, charakterlich, menschlich. Den Server leitet, rassistische Begriffe. Bro, ich erzähle euch keine Geschichten. Davon gibt es zig Clips, wie er rassistisch redet. Das geben sie sogar selber zu. Und es gibt auch Beweise mit den Minderjährigen. Die Supporterinnen, dies, das und so, die haben das alles irgendwann geleakt. Und so ist es dann auch alles dazu gekommen, dass es jetzt heute umbenannt wurde. Deswegen mit Abstand Platz 1, Diamond Life. Das ist die Liste. Das ist die Top 10 der schlechtesten Server aller Zeiten. Silence Life auf Platz 1, danach kommt Vanity Life, danach FlixRP, DreamRP, Octagon, Corleone, Dinero, Ranzbude, Krakenlife und Avantavi. Jetzt die besten Server? Ne, lass mal. Da werde ich wahrscheinlich mal einfinden.